Herzlich willkommen in Skyrim und zwar auf New World. Das ist New World, kann man sich runterladen bei Nexus als zum Jagen, zum Zelten und so weiter. Also hier ist wirklich nichts los, ne? Keine Gegner, nur Viecher. Worum geht's? Tundra Defense, Bauaufträge erteilen. Heute hier kriegt man das kleine und das große Bau, Anwesen. Das große, ich hab's schon. Ich brauch's also nicht mehr kaufen. Und das findet man dann im Inventar hier unter Großanwesen. Die Tür zum Großanwesen. Und wo ist das Großanwesen? Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Wo ist es hinkommen? Hier ist einfach mal das Großanwesen, genau. Hier ist das Großanwesen. Dann Pläne Haupteingang zur Holzhütte. Wo ist jetzt die Holzhütte schon wieder? Pläne Holzhütte. Da ist sie. Das ist die eine. So. Gut. Ich möchte aber nicht hier bauen. Fifi ist tot. Auch nicht schlecht. Gut. Naja, passt schon. Ist in Ordnung. Wir wollen nicht. Wir wollen das nicht. Nein. Wir gehen unter Ding. Teleport. White Run. Wenn es mal gehen würde. Ups. Was ist das denn? Eine Horde Vampire. Auch das noch. Uninteressant. Ich habe gerade eine Horde Werwölfe abgeschlachtet. So, machen wir noch gleich die Ding hier. Ich weiß nicht, das ist die hier. Ja. Das ist, glaube ich, die hier. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt möchte der Fürstentümer eure Kutsche mieten? Nein, möchte nicht. Bis zum nächsten Mal. Stimmt. Genau. Und zwar brauche ich ein Pferdchen. Ich brauche ein Pferdchen. Da ist mein Pferdchen. Ich brauche ein Pferdchen. Meine Schattenmeere. So. Ne, das war eigentlich alles schon. Jetzt gehen wir mal unter P. Und ich muss mal kurz gucken, wo das ist. Ich habe, ich mache das normalerweise nicht. Wagenruf, da ist es. Wagenruf. Ich mache eigentlich mit dem Wagen herzlich wenig. Und zwar unter M. Das ist unser Wägelchen. So, wenn wir unser Wägelchen haben, das unter Bibi-Lager zum Beispiel, die Nordländer-Ausrüstung, auch genannt, wenn wir benutzen, einfach mal hier Pferdchen anspannen. So, dann ist unsere Schattenmeere dran. So, dann können wir aufsteigen. Aufsetzen. Das sieht dann so aus. Bei mir ein bisschen komischer, weil, ne? Genau. Ich habe ein kleines Mädchen und so. Ja, und dann können wir jetzt zusammen mit unserem Pferdchen lostrappen. Wenn ich wüsste, wie es funktioniert. Geht das? Hallo. So, einmal Enter drücken, zum Lager fahren, weitere Ziele, zweite Ziele, nichts tun. Weitere Ziele. Gehen wir mal nach Einsamkeit. Wie man sieht, das Pferdchen läuft jetzt automatisch nach Einsamkeit. Hoffentlich bleiben wir dann an dem Ding hängen. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ne? Wie man gerade sieht. Also der Mod ist, ja, sehr schön. Ne, haben wir ja noch, wir haben es ja noch aktiv. Wir drücken einfach nochmal M. Und schon ist unser Fuhrwerk wieder da. Das Pferdchen anspannen. Nochmal drücken, das Pferdchen abspannen, aufsitzen.
So, einmal drücken. Weitere Ziele, riften. Ja, ja, es geht. Also, das funktioniert allerdings nur in, hier in Weißlauf. Beziehungsweise in Himmelsrand. Das funktioniert auf keiner anderen Map. Also wenn man sich eine neue Map runterlädt, das funktioniert dort nicht. Weil Wagenruf und so nicht funktioniert. Klar, natürlich. Ja, hier kann man auch wunderschön, man kann seine Sachen hier rein tun, anhalten. Einmal Enter drücken, absitzen. Dann steigt man wieder runter. Man kann hier seine Sachen, würdest du vielleicht da bleiben? Man kann zum Beispiel das Fuhrwerk B und entladen. Na, wenn man was hat, was man reintun möchte, kann man es reintun. Ich habe jetzt nichts unbedingt, was ich da reintun möchte. Man kann auch mit dem Wagen selber und dem Pferdchen, mit dem man einfach auf das Pferdchen steigt und reitet. So kann man den Wagen auch hinterher ziehen. Ne? Also man kann selbst fahren oder sich fahren lassen und man kann das wirklich in den daher zerren. Gut. Hat man das schon mal geklärt? Das ist halt nur bei BB-Lacher so, ne? BB-Lacher, Tundra Defense hat das nicht. Gut. Zu finden ist das schöne Teil. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wo man das findet. Das müsste eigentlich... das müsste zu finden sein irgendwo am Arsch der Welt. Das müsste bei Rorikstadt, in der Nähe von Rorikstadt. Und Rorikstadt ist, glaube ich, hier ist Rorikstadt. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es ist sowieso, es gibt da so eine Mission, man muss das finden erst. Zuflucht der dunklen Bruderschaft ist es, glaube ich, nicht. Oder ist es Kiefernwacht? Ist es nicht. Rebellengrab. Drehlers Hütte. Da ist sie. Alfons Uldingers Hütte. Also man findet zum Beispiel den Hund. Das Hündchen findet man bei Babylacher in der Nähe von Flusswald. Ungefähr hier, so dazwischen findet man das. Hier auf der rechten Flussseite findet man das. So, und dann findet man die Pläne und dann geht man einfach zu der Hütte hin. Wo ist der Chip wieder? Hier. Dann geht man zu der Hütte. Benutzt dort den Schlüssel, glaube ich. Kann das Hündchen mitnehmen. Muss vorher noch dieses kleine Zeltchen mitnehmen. Und dann die Lacherfeuerstelle und in der Hütte hier. Ja. Sehr schön. Man darf nicht, ist egal. Da findet man dann weitere Pläne und schöne Sachen, die man so brauchen kann. Ja, unten im Keller. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Keller... Ah, da ist der Keller. Einmal Keller. Und da kann man dann plündern, alles mitnehmen. Ich habe bereits alles mitgenommen, was da nicht nied- und nagelfest war. Und ja. Hier findet man das also. Zusammen mit dem Schlüssel. Den man dann bei dem Zelt findet. Soweit ich das noch weiß. Nee. Brauche ich nicht. Mitnehmen wir nicht. Gehen wir mal raus. Ja, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Und jetzt gehen wir mal P. Dann gibt man nochmal ein. Brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Teleport, Insel. Obwohl, den Wagenruf kann ich drin lassen. Geht schneller als wenn ich hier mit der Karte und so, ne, erst zum Schiff reisen, vom Schiff dann
Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nichts, was ihr nicht könnt. Ja, genau. Also das wunderschöne Wetter von Himmelswand sein kann. Naja, wunderschön würde ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber ja. Also komm mit. Gehen wir mal nach, ich würde sagen, nach Otzenbach möchte ich ja nicht. Aber ist egal. Gehen wir mal dahin. Und latschen dann runter. Ich suche nur eine Stelle für mein Häuschen fein. Echt? Du hast ja einen schlechten Gegner ausgesucht. Landstreicher. Hey, wo bist denn du? Häschen. Feige Saufeige. Ach, da ist er. Ach, guck mal. That's correct. So, das hätten wir auch erledigt, die zwei Landstreicher hier mal kurz platt machen. Und so, weißt du? Ja. Such da noch einen schönen Platz aus für unsere Hütte. Die wir da einfach automatisch laufen. Warte mal, ich mach mal schönes Wetter. Tag, Dian. Meine Axt ist größer wie deine. Na, meine Freunde der Nacht, wie sieht's aus? Wollt ihr noch ein Scheibchen haben? Naja. Häufchen Elend hat eh nichts drauf. Das ist so wie bei den Ache-Faschisten. Genauso. Egal. Wurstinger, lass links liegen. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Die muckt sich sowieso jedes Mal ab, wenn ich sie sehe. Von daher gesehen. Egal. Willkommen in Otzenbach. Jawohl. Guck, schau, da ist eine Leiche. Zombie. Servus. Ich weiß ja, die komisch, das sind komische Zombies irgendwie. Ganz komische Zombies. Naja, egal. Oh. Ist die Tür falsch rum? Naja. Muss ich später machen. Einmal Schläfchen machen. Sagen wir mal 10 Stunden. Und dann haben wir, mal kurz gucken, 6,40. Sollte eigentlich reichen, oder? 6,40 Uhr, Sonnenaufgang war um 6 Uhr. Ja, doch. Ja. Sieht gut aus. Thank you.
Oder machen wir auf Nummer 4. Nehmen wir Nummer 4. In Rot oder machen wir in Weiß? Machen wir, ist das Weiß oder ist das Rot? Das ist das Weiße. Ne, das ist das Falsche. Dann ist das Nummer 3. Da fällt wieder der Linke. Ach, guck mal an. Wir haben ja so Gammeltüten. Landstreicher nennt sich's. Ja, ist normal. Schlecht. Ich würde mal sagen, hier ist doch schön. Hier ist doch schön. Einmal speichern. Ganz wichtig bei Tundra Defense und bei BB-Lager oder Nordrüstung. Nordländer-Ausrüstung. Immer vorher speichern, bevor man was baut. Weil sonst hat man ein kleines Problem. Ja. Happa Happa wählen. Nehmen wir mal die kleine. Nehmen wir mal das kleine Häuschen. Die Holzhütte. So, jetzt kann man natürlich mit der Maus hier ein bisschen zoomen. Dann, wenn man jetzt das Haus nicht bewegen kann, einfach ein bisschen ein Stück vor, zurücklaufen, dann kann man damit das Haus bewegen. Ne? Weil mit der Maus selber kann man das nicht. Man kann es drehen und ja, in verschiedenen Richtungen drehen. Aber wenn man es hoch und runter machen möchte, dann muss man sich bewegen. Bis halt die Stelle passt, wo man es hinhaben möchte. Dann dreht man es noch ein bisschen in die richtige Richtung. Man kann ja auf der Stelle laufen. Ein Stück vor, zurück und dann mit der Maustaste. Also mit der Maus, ich meine mit der Maus, ein bisschen hoch und runter. Dann kann man das Haus hoch und runter machen. So, und wenn man das jetzt gemacht hat, dann glaube ich, was drückt man dann? E, ne? E gedrückt halten. So, dann ist das Haus gebaut. So, damit man dann rein kann in das Häuschen, muss man noch die Türen setzen. Mit einem Großanwesen ist es eigentlich relativ genauso. Oder auch, ja, es ist einfach zu bauen eigentlich, kann man sagen. Das Großanwesen ist ein bisschen größer, gebe ich zu. Und es ist ein bisschen unübersichtlicher. Mit, glaube ich, Bindestrich und dann das Ganze abbrechen. Zumindest bei mir. Wenn wir jetzt zum Beispiel A drücken. Bei mir ist es A. Einstellungen ändern. Oder, ich glaube, Rotationsgeschwindigkeit, Distanzgeschwindigkeit kann man noch einstellen. Ich weiß aber nicht genau, wo man Distanzgeschwindigkeit. Distanzgeschwindigkeit 40, 50 mehr. Wo kann man das einstellen? Aha, warte mal ganz kurz. Y, glaube ich. Das war das Falsche. I wählen, Großanwesen. Oh, warte mal. Einmal speichern. I wählen. Einmal Großanwesen. So. Jetzt glaube ich Y drücken. Distanzmodus aktiv. Rotationsmodus Y drücken. So, jetzt kann man mit Distanz kann man das ein bisschen wegschieben. Ist eigentlich relativ,
Also es ist genauso wie wenn ich Ding mache. Mit dem kleinen Häuschen, nur das ist ein bisschen tricky. Gebe ich zu. Ne? Und kleiner Tipp, wenn man jetzt nicht weiß, ob das Haus jetzt wirklich so passt, gibt man einfach TFC ein. Das ist die Kamera. Das ist kein Cheat, das ist eine Kamera. Dann kann man nämlich das Häuschen mal gucken. Müsste eigentlich passen. Hier ist so ein bisschen was frei. Wir könnten noch ein bisschen runter gehen. So vom Ding her könnten wir noch ein bisschen runter gehen. Ja, nicht bauen, wenn die Kamera aktiv ist. Immer die Kamera ausschalten. Und dann einfach E drücken. Und schon ist das Häuschen gebaut. Fertig. Steht jetzt ein bisschen auf dem Weg, gebe ich zu, ja. Ja, wenn wir im Schleichmodus, glaube ich, kann man das Ganze wieder abreißen. Denke ich mir mal. Möchtest du das Objekt bewegen? Nein. Also man kann es wieder bewegen, man kann das nochmal umbauen. Das geht nicht für alle Objekte, die man in Tundra Defense oder BB Lager baut. Ja, manche kann man abbauen, manche kann man nicht abbauen. Bei Tundra Defense kann man zum Beispiel gewisse Sachen nicht abbauen. So, das hätten wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Türen. Die Türen sind eigentlich genauso wie das Haus selber. Ne? Tür setzen. Einmal herholen die Tür. Deswegen auch die Rotationsgeschwindigkeit, beziehungsweise die Distanzgeschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller geht hier. Weil ich möchte mir nur ungern da herstellen und darauf warten, dass die Tür kommt. Bei der Tür ist es dann genauso wie mit dem Haus. Ne? Einmal Kamera einschalten. Und dann kann man sich angucken, ob die Tür so ungefähr passt. Müsste eigentlich und rein theoretisch müsste passen. Dann bauen wir mal die Tür. Et voilà, Tür gebaut. Und jetzt, nein, Schleichmodus. Wieder aus dem Schleichmodus raus. Und dann gehen wir mal rein. So, beim Händler kann man jetzt Sachen kaufen, wie zum Beispiel Tische, Stühle, Betten. Ne? Und Fackelhalter, Kerzenhalter und das ganze Tralala. Die platziert man hier drin. Entschuldigung. Wenn man jetzt lustig ist und Laune hat, kann man auch hergehen und sagen, zum Beispiel den Milchkrug möchte ich gerne setzen. Eine Karotte, Fasanenbrust, ein bisschen Butter auf den Tisch, damit man was zu schnapulieren hat. Einen Süßkuchen, den Wein können wir abstellen auf den Tisch. Und wir verlassen das Häuschen, kommen wieder zurück. Ne? Und dann sieht sie aus wie Dresden 44. Ja, alles quer fällt ein, auf dem Boden, das ist ganz normal. Das Zeug bleibt nicht auf dem Tisch liegen. Kann man hier Bücherkammer setzen, hier oben kann man einrichten, hier kann man seine Sachen unterbringen. Ja, ist schon nicht schlecht eigentlich, kann man sagen. Ne? Das Anwesen ist für mich persönlich ist es zu groß. Ich mag es mehr spartanisch, mehr klein. So dieses Kleinhäuschen hier, das würde mir schon eher super. Ja, das wäre mir schon lieber. Auch wenn es ein bisschen groß ist, auch noch schon ein bisschen groß. Ne? Ich habe so viele Häuser, ich weiß schon gar nichts mehr wohin mit meinem ganzen Zeug. Wo soll ich jetzt hin? Und ich ziehe ja alle paar Wochen ziehe ich um. Haben wir hier die Tür, Hintereingang, der Haupteingang. Die Türen und so lassen sich bei der Maus. So, ne? Das geht. Beim Haus musst du dich bewegen. Das ist komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal hängt das auch. Ne, dann hängt das in der Luft. Du kannst dich bewegen, das hängt in der Luft. Dann musst du einfach neu laden. Und dann kannst du es nochmal probieren.
Tür zu meinem Außenposten. Ja. Sehr schön, ne? Das passiert, wenn man hier keine Tür setzt. Naja. Oder wenn man nicht speichert. Gut, hätten wir das auch. So, jetzt probieren wir noch ganz schnell den Wagenruf. Den Wagenruf haben wir schon aktiviert. Moment. Euer Zauber ist fehlgeschlagen. Also, Wagenruf ist hier nicht. Ich werde mal gucken, vielleicht kann man das ändern. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob man das... Keine Ahnung, fragt mich nicht so Zeug. Ich kenne mich da ja nicht aus. Man müsste mal gucken, ob das funktioniert. Mit dem Wagenruf hierher auf die Insel. Um dann, ja, ein bisschen mehr hier rumzufahren. Weil es ist doch schon einiges dazugekommen. Neuberger Hof Gabelung, Holzfäller Lacher, Gutshofer Berg, aktiver Vulkan. Ja. Ja, die Kräuterhütte, das Lager der Landstreicher. Ja, das zu Tundra Defense und dem BB-Lager oder auch die Nordländer-Ausrüstung, in der ja wirklich alles Mögliche enthalten ist. Wie zum Beispiel, man kann das Wohnzelt haben setzen. Wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Ach, hier. Camp Rucksack hat man dabei, Werkstattzelt, Wohnzelt hat man dabei. Kleines Zelt, glaube ich, auch. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt gar nicht. Moment mal. Wir könnten... weiß gar nicht. Lagerfeuer, Holzfällerblock, Großanwesen. Wo ist denn das? Habe ich das dabei? Habe ich nicht dabei, ne? Nee, habe ich nicht dabei. Gerbgestell, ich hab's dabei. Habe es dabei. Sonstiges. Mittleres Zelt, kleines Zelt, Windschutz, Wohnzelt, Fackeln kann man sich bauen. Zumindest bei mir kann ich hier bauen. Feuerholz, aufstellbare Fackeln. Braucht man Feuerholz, Fackeln, Lederstreifen. Die kann man auf jeden Fall bauen. Meine Fackeln. Kann man nicht einfach so bauen. Ja. Kleines Zelt. Barrikade, kleines Zelt, mittleres Zelt. Kleines Zelt. Ach, ich habe kein Feuerholz mehr. Machen wir es eben so. Und ein mittleres Zelt. Ich habe schon wieder kein Holz. Das war egal. So, das kann man, glaube ich, nicht wegbauen. Nein, das kann man nicht abbauen. Das bleibt da stehen. Das kann man nicht mehr verändern. Gut, das ist einfach so. Man kann es nicht ändern. Sollen wir also gucken, man sollte gucken, ob man es richtig hinstellt, denn dass man dann hinten dran steht. Naja, was war das jetzt nochmal? Kleines Camp, kleines Zelt. Ach ja, einmal entfernen drücken, dann fällt das Ding runter, dann geht man in den Schleichmodus. Dann drückt man, flipp, das ist also das kleine Zelt, ja? Ist das wirklich das kleine Zelt? Echt? Oder eher das mittlere? Mittleres Zelt. Entfernen. Man kann es jetzt auch nehmen, kann es durch die Gegend tragen. Es darf sich nur nicht drehen. Sonst hat man ein Problem. So, einmal Schleichmodus bleiben. Enter. Oh ja, genau. Das ist also das kleine und das ist das mittlere Zelt mit mittlerer Ausrüstung. Ja. Kleines Zelt, was man nicht betreten kann. Ah, doch. Die Lampe stört nur ein bisschen.
Okay. Hier stürze nicht. Dann gibt es noch das Wohnzelt. Das Werkstattzelt, natürlich. Das Werkstattzelt, das Wohnzelt. Machen wir das Werkstattzelt und das Wohnzelt. So. Nein, natürlich nicht. Einmal hier durch die Gegend tragen. So. Schleichmodus. Das ist jetzt das Wohnzelt. Einmal Wohnzelt. Und weil wir gerade so lustig sind, nehmen wir noch das Werkstattzelt dazu. Einmal weg damit. Aus dem Inventar entfernen. Und dann trage ich das mal daher. Schade, dass da nicht draufsteht, welche Richtung der Eingang ist. Aber ich nehme mal an, dass es so ist. Passt. Oh. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Dass es so Scheps darstellt, meine ich. Das Werkstattzelt. Im Werkstattzelt, klar, natürlich, kann man seine Sachen bauen. Man hat eine Schmelzhütte. Man hat eine magische Truhe. Kisten. Man kann den Amboss benutzen. Stahlbarren klauen. Man kann hier schärfen. Man kann hier verbessern. Und natürlich ein Gerbgestell hat man auch zur Verfügung. So. Das Wohnzelt. Kann man Beleuchtung einschalten. Außerhalb. Man kann hier schlafen. Man kann hier was kochen. Wenn man Feuerholz hat. Ja, jetzt kann man hier oben kochen. Ja, man kann baden. Ich mag es nicht. Meine, die Klamotten sind hier drin. Da muss man alles wieder favorisieren, was man hat. Das ist alles weg. Ja, muss man aufpassen. Muss man alles wieder hier auf die Tasten legen. Also sobald man baden tut, ist alles verschwunden. Man kann schlafen, man kann flöten oder Gitarre spielen. Kann man ja eigentlich auch trommeln. Ja, ne? Egal. Also man kann hier wirklich viele Sachen machen. Ja. Ich finde PB-Lager finde ich eigentlich schon cool irgendwo. Ja, man kann hier draußen zelten in der Wildnis. Man braucht nicht so ein publikes Ding, ne, wenn man fertig ist, Schleichmodus. Ne, wenn man eben nicht, also wenn man im normalen Modus kann man jetzt zum Beispiel die Beleuchtung ein- und ausschalten. Geht man in den Schleichmodus, guckt nochmal, ist das Zelt weg. Fertig. Ja, man kann jetzt auch hergehen, man kann Lagerfeuer kann man sich bauen. Hier unter Nahrung. Ich mag es meistens so, ich baue mir ein Lagerfeuer. Dann nehme ich mir noch ein Zelt dazu. Eine Holzhütte, ein Lagerfeuer, eine Holzhütte, Holzfällerblock, ich weiß gar nicht, ist das da? Das ist es. Das Ding hier. Ja, es ist dieses komische von den Ding hier. Puh, ist doch egal. Einmal hier baut. Dann nochmal I drücken. Und Happa Happa wählen. Und dann gehen wir her und nehmen uns einfach einen Schlafsack. Unser Schlafsack schon wieder. Pläne Schlafsack. So. Einmal das da. So, wenn man jetzt lustig ist. Kann man sich auch noch einen Mod holen. Ne, ist der falsche Mod. Da will ich gar nicht rein, da will ich rein. Und zwar... Lass mal kurz gucken, wo wir eigentlich gerade sind. Ich müsste mal schauen, wie der Mod heißt. Hier kann man dann zum Beispiel Sit on the Edge, Read a Book, Look Far, Lie Down, Hold the Ground. Hoppala, Entschuldigung. Eating Soap.
Suppe essen wahrscheinlich. Crossing Legs. Crossing Legs. Ja, dann stellt man sich so daher, drückt einmal M und schon setzt man sich daher. Wenn man jetzt noch hergeht, hier, kann man schön Bilder machen. Ja, ich am Lagerfeuer. Zum komischen Hut. Was ist denn das eigentlich? Ach, das sind meine Pfeile. Deswegen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's zu Tundra Defense und BB Lager. So sieht dann immer mein Zelten aus. Ne? Habe ich ja, glaube ich, auch in Falska habe ich das, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Jetzt fängt es wieder an zu schiffen. Ja, es ist normal hier. Das ist völlig normal. Ja, ich habe auf dieser Map, auf meiner Insel, habe ich viele schöne, wie man vorne an dem Schild schon gesehen hat, Zeltplatz. Mhm. Ich habe ja auch jede Menge Sachen für Tundra Defense, speziell für Tundra Defense und BB-Lager. Zwar nicht mit der Kutsche, aber hier zum Zelten und so hast du jede Menge Platz. Kannst im Wald zelten, kannst ja am Wegesrand ein Häuschen aufstellen. Ja. Kann man hier jede Menge Zeltplätze habe ich auch schon mit allem drum und dran hier mit Zelt, mit Schlafsack, mit Feuer, Sitzgelegenheit auch. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich noch ändern. Ja, gehen wir mal ganz kurz hin. Ist halt weit von hier. Müssen uns ein paar Ratten entgegenkommen, ne? Hier sind sie. Ratte 1. Warte mal, ich schalte mal auf Axt um. Das liegt an der Klamotte, dass ich jetzt keine Arme mehr habe. Fällt mir gerade auf. Oder? Liegt das an der Klamotte? Oder am Schwert. Ist komisch. Dort Moment. Okay. Nein, das Licht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woran das Licht. Ist ja wurscht egal. Muss ich später mal gucken. Scheiße. Für den Camperfreund. Hier ein Zeltplatz. Davon gibt es viele eigentlich hier, kann man sagen. Ja, schön mit Lagerfeuer, kannst was kochen, kannst dich hinsetzen. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man sich drauf sitzt, weil sie dann einen Arm so schlapprig runterhängen, so komisch hängen lässt. Wie als wenn er auf dem Tisch liegen würde. Ja, scheiß Bank. Großes Zelt. Könnte vielleicht auch mal, ja, mit Schlafgelegenheit. Holz kann man ja auch hacken, wenn man gerade Lust und Laune hat. Ja, gut, dann hätten wir das auch mal. Hier, Zeltplatz. Schöne Schlucht. Ja, schönes Wetter heute. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier Feierabend. Ich habe das jetzt gezeigt, Tundra Defense, BB Lager oder auch die Nordrüstung. Nordausrüstung. Ja.
Kann man sich bei Nexus runterladen. Ist ja schön, der Mod. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.